Hallo Leute, und damit möchte ich euch ganz herzlich zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal begrüßen. Wir spielen heute It Takes Two und wie der Name schon sagt, natürlich nicht alleine, sondern ich habe hier heute jemanden dabei. Ich nenne ihn Jockel. Hallo. Oder Jockeltraut, wie er auf YouTube heißt. Ja, und wir dachten uns, wir schauen uns das Ganze hier mal zusammen an. Ja. Sind hier noch im Titlescreen. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit der Anfangssequenz an. Danach haben wir noch genug Zeit, um irgendwas zu quatschen. Ja, bist du bereit? Na klar. Dann fangen wir mal an. Hey. How was your day? Great. The toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. But it's Saturday. I know. I've got to work overtime. What, you have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. May, this isn't any easier. Let's not tell her. Let's stay friends instead. Yes, let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, May. So, wir machen was. Ah, ich nehme wieder May. Gut, dann nehme ich wieder einen Dicken. Dicken. Übrigens, Leute, es könnte sein, dass mein Mikrofon ein bisschen rauscht. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hab schon die ganze Zeit versucht, das irgendwie zu fixen, aber es will nicht. Naja. Zack. Honey, can I just take Elephant a sec? All right. Rose, honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, Mum and Dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Yeah, of course, sweet. Dr. Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Look, it says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, Dad, I wish you could be friends again. Thank you.
that you? Cody! Why'd you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Look! What have you done? What? What? Why do you always blame me, huh? Yes. Why do you always blame him? Thank you. Oh! Oh! What is that? I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and an expert on love. Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. I've helped millions of couples, and now I will help you two to get together again. Oh. This is definitely a nightmare. I need to wake up. No! No! Oh! Oh, May! May! Oh! Oh, oh, you're back! Oh, you... my God. You can't wake up here. Exactly. Okay, Mr. Book. So, how do you wake up? Cody, May. You're here to fix your relationship! We just fixed it. Yeah, yeah. We're, divorcing. Mm-hmm. It's all good. No! I will help you fix your relationship! Chapter 1! Fix your relationship! Plus, I've promised your daughter to fix your marriage. See, love is like a mountain. Oh, like look! A river. May! May! It's Rose! Flowers growing in the grass. Come on! Let's get to her! She must know what's going on. Butterflies floating in the mountains like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? Oh Mann, dieses Buch. Das Buch ist echt super. Sehr sympathisch, ja. So, hier sind wir jetzt. How do we get up to her? Oh, the stairs over there. But we can't reach them. We're tiny. Wunderschön. Übrigens, Leute, natürlich in der Videobeschreibung der Link zu Jockels Kanal ist da drin. Und bei mir ist natürlich auch der Link zu deinem Kanal mit drin. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mega auf das Spiel. Ich habe schon Teile gesehen davon. Und es soll richtig gut sein. Ich habe nur den Anfang gesehen und das war's eigentlich. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen blind an die Sache ran. Ja, ich hoffe mal, es klappt alles mit der Aufnahme. Ich musste heute OBS nochmal komplett neu aufsetzen. Ich liebe es. So. Ja. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir können natürlich hier springen, Doppelsprung machen. Wir können hier einmal so schön nach vorne springen. Und sprinten. So, was müssen wir denn hier machen? Vielleicht durch erstmal ein bisschen zurechtfinden hier. Wir haben hier so einen Hebel. Anhängen zu uns her. They're alive. What is going on here? I have no clue. But whatever's going on, we can't lower that staircase without those fuses. But those fuses? they just ran away. I mean, did you see them on their little fuse legs? Oh, worry about that later. Let's just bring them back. Jetzt müssen wir hier die Dinger sammeln. Yep, müssen wir da wieder reinstecken. Because you're made of clay. Keep your eyes on the fuses. Okay. Don't you feel weird? So. You're made of wood? A bit stiff. Same here. But it's getting better the more I move. I hope so. Oh, Cody, will you please focus? All right. Let's get those fuses. Alles klar. Mario-like Wandsprung, können wir sagen. Oh, bin ich gerade auf deinen Kopf gesprungen? Nee, keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Warte, bleib mal kurz stehen. Ja. Tatsache, es geht. Mit der Kamera gerade ab. I don't like the sound of that. Me neither. Ich muss aber mal sagen, ich finde das grafisch echt schön. Von der Aufmachung her. Oh ja, das stimmt. Gerade jetzt, wenn man hier mit diesem Licht,
Bitte? Ich muss bei mir leider etwas runterschrauben. Aber ja, es sieht trotzdem auch super schön aus. Cody, watch your head! I am! Ouch! Back! Achso, ja, stimmt. Sprinten natürlich. Ich finde es ein bisschen befremdlich irgendwie, dass es über den Caps Lock macht. So, den Anfang haben wir schon gestern mal gespielt, ja. Okay, warte. 1, 2, 3. Den Anfang haben wir gestern schon mal gespielt, weil wir ein bisschen testen wollten mit der Aufnahme. Aber nicht viel. Oh. Ja. Beide abgestürzt. Aber so viel haben wir noch nicht gespielt. Eventuell kommen wir sogar jetzt in der Folge noch an den Punkt, wo wir waren. Das musst du jetzt natürlich, ja. Oh. Das war, glaube ich, falsch. Falscher Knopf. Okay, warte. 1, 2, 3. So. Gar nicht mal so einfach. Zack. Oh, jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Das wird schon. Ja, ja. Ich bräuchte so einen Greifhaken, wo ich ziehen kann. So, einmal rübergerollt, das ganze Ding hier. Time-Event so ein bisschen. Boah, das ist das Ding ja schon. Wow. Hey May, did you see my flip? Let's do it again. Oh, we're not here to do flips. Oh no, you're right. This is serious. We're hunting fuses with legs. All right, this is the last one. Let's put it in. Der rennt so niedlich. Sieht super aus. Weißt du, was ich mir gerade dachte? Vielleicht rauscht er gar nicht. Vielleicht ist das mein PC, der zu laut ist. Das kann natürlich auch sein. Hoffe nicht, aber das hat sich eigentlich nicht so angehört. Ach, egal. Ich will mal was ausprobieren. Stell dich mal auf die niedrige Seite von dem Topfdeckel hier. Ach, nee. Ja, doch, dorthin. Das so. Ah. Der wollte mich hochschleudern. Ich dachte, weg. Ja, ich wollte dich hochschleudern. Schade, geht nicht. Oh Gott. So, hä? Ach so, stimmt. Ich hänge. Stimmt, wir müssen an den Hebel drücken. Zack. Let's go. Zum Glück sind wir aus Lehm und Holz. Ja. May, there she is. Rose! Oh, Rose, darling! Hello! Oh, not you again! Oh, move out of the way, you stupid fuck! Yeah, get out of the way! I need to go and talk to my daughter. Just... Your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask yourself, can you really own the people you love? You just let us through? Come on! I will! But first, there's someone I want you to meet. Cha-cha-cha-cha-cha-cha! Ta-da! Oh, what the hell is that? Why do I recognize your voice? Me? Oh, what? No, we've never met. Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh, yeah. Because it is your vacuum cleaner. Yo, vacuum, ¿qué pasa? You know who this guy is? Let me tell you, this is Cody. You know, the guy who suck up all kinds of crap in your stomach. Oh, no, that's, That's you! You ruined my bowels with all that crap! Crap? What? I was just sucking up dust! That was it? Oh, that's disgusting! Oh, look! There it is! Mmm,
lecker. You call that just? Well, I mean, you know, some of it, it's... So that's why it broke down. It was your fault. Oh. And you promised him you'd fix me. Thank you. Instead, you put me away for life in here. Yep. Bosskampf, Fragezeichen. Ja, das sieht mir auch stark nach einem Bosskampf aus. You wanna get back to Rose? Yes. You wanna talk to your daughter? Yes. Then you need to climb the vacuum together. Oh, come on. Why are you doing this to us? Because you two must learn collaboration. That's not our strong point. Aha! You know, collaboration is the key to a successful relationship. Huh? Collaboration. You understand? Now. See you later. Hasta la vista. Good luck. All right, bye-bye now. Crazy book. This would never have happened if you hadn't broken it. Oh, yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where our vacuum cleaner's alive. Well, now we are. Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yeah, I know we're getting a divorce, but we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. You know, I wonder where that annoying book even came from. He said Rose bought him. So, wurde gerade kurz auf Discord angeschrieben. Like a like pretentious self-help. Aber dafür habe ich ja mein Handy. You know, self-help books are very important to some people, okay? Forget about the book. Let's get to Rose. Okay. Hast du das mit dem Rutschen letztens gemacht? Das ist übrigens die Stelle, bis zu der wir gespielt haben. Genau, danach haben wir aufgehört. Rutschen! Wie rutschst denn du so weit? Keine Ahnung, vielleicht ist das meine... eine Fähigkeit. Hallo, ich dachte, ja. Okay. Jump inside the house. Ah. Okay. Oh, wow. Musst du nicht dahin? Kannst du irgendwie nach oben zielen? Oh, tatsächlich. Ah! Okay. Scheiße. Okay. Jetzt kannst du hoch. Mit dem Ding hier. Ah, okay. Oh. So anscheinend nicht. Bleib erstmal drin, dann. Ah! Okay. Oh, weiter geht's. Die wilde Fahrt. Oh mein Gott! Ja. Oh, hat sich wegbewegt, das ganze Ding. Ah. Oh, jetzt wäre ich fast runtergeflogen. Oh. Wir brauchen jetzt wieder unseren wunderschönen Dreifachsprung. Habe ich eine Taste erwischt. Aller Anfang ist schwer. Ja. Na komm.
Also das war doch jetzt aber zu spät Doppelsprung also, gemacht. Das war doch jetzt aber. Hab etwas Geduld mit mir. Oh ja, alles gut. Oh, wir sind schon, wir nehmen schon 21 Minuten auf. Jetzt. Mein Gott. Super. Wo sehen wir eigentlich, wann macht denn der eigentlich hier Checkpoints? Ich glaube, das war falsch. Wie bitte? Wann macht denn der eigentlich hier Checkpoints, wo wir... Dann... Sieht so aus, so ein bisschen nach jeder Plattform, keine Ahnung. Oh, warte, da mache ich jetzt hier mal... Ah. Ich habe irgendwas aktiviert. Ach, jetzt saugt er das. Komm nochmal runter. Ah, jetzt. Ja, jetzt musst du da hoch. Ja, oder du, ist ja egal. Warte. Oder okay, ich. Rein, okay. Rein in das Ding. Oh Gott, fast zu weit gesprungen. Das war knapp. Ey, bleib da drauf. So. Oh Gott. Was ist das denn? Achso, oder ist das der Staubsauger? Oh, ich bin daneben gesprungen, das geht auch, okay. Jo, ich werde hier weiter schön, ha. Übrigens, Leute, es könnte auch sein, dass er jetzt noch ein bisschen zu leise ist, oder, ne? Das sehe ich dann erst in der fertigen Aufnahme, wie das wirklich hier vom Ton passt. Kann man das steuern? Ich habe einfach ein bisschen nach vorne gedrückt, dann ist er da, bist du da bei mir schon richtig reingeflogen. Okay. Mal schauen. Hä? Warte mal. Na, super. Komm jetzt. Oh. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Kannst du irgendwie. Kannst du irgendwie diesen Sprung nach vorne eventuell machen in der Luft? Nee, kann mit, ich nicht. Mit Shift? Nee, ne? Nee. Ja, dann musst du irgendwie. Freunde, hier sehen Sie einen hilflosen Cody. Na, warum? Cody lernt fliegen. Hey, ich verstehe es gerade nicht. Ich kann halt auch leider nicht zurück. Das ist ein... Nee, ich muss eigentlich nicht mal anders durch. Nee, nee, das passt schon. Na, ja, 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 ja. So. Ich würde sagen, schauen wir uns mal noch. Ich bin die ganze Zeit fast drinne. Hast oh du, als Mann. Du rausgekommen bist, irgendwas gedrückt? Nee, ich habe eigentlich nur W gedrückt, also nach vorne halt. Ja, ja. Mach halt auch die ganze Zeit. Ich drück W. Dann gehen wir noch ein bisschen mit nach links, dass du vielleicht irgendwie von unten in diesen Trichter da reinkommst. Nee. Ich kann doch erst ganz spät die Kamera drehen. Jetzt hängen wir doch nicht etwa schon hier fest. Drück mal ein paar Tasten, vielleicht kannst du irgendwie Leertaste oder so. Leertaste drücke ich schon die ganze Zeit. Ich probiere nochmal den hier. Ach nee, du musst da schon rein. Ich bin da auch rein. Oder wenn du. Oder hast du vielleicht mehr Sprung, wenn du von oben reinspringst? Nee, achso, das geht ja gar nicht. Toll. Warum geht das nicht? Komm halt auch leider nicht wieder zurück. Es ist. Ja. Ansonsten laden wir den Checkpoint nochmal neu. Nee, das hat ja keinen Sinn. Ja, ja. Ich wollte hier nochmal rein. Ja gut, aber dann kommst du ja auch bloß. Okay.
heißt, ich habe jetzt auch nochmal Shift und so gedrückt. Und nochmal neu laden. Okay, warte mal, dann laden wir mal neu. Von Checkpoint neu starten hier. Wo auch immer der Checkpoint ist. Ah, es ist ja praktisch. Ja. Gehst du hinten ran und machst... Ja. Oh, nein, ich wollte gar nicht durch. Okay, warte, dann mache ich den Schlauch. Also mittlerweile habe ich schon genug Sumpf gekostet. So. Ich lande heute nur noch im Sumpf. Was ist denn jetzt los? So, jetzt einmal hier durch. Vielleicht muss ich doch von da oben direkt reinspringen. Könnte sein. What is that? Weil du hast es ja auch von unten geschafft. Ja. Mach erstmal. Daneben gelandet. Ich lande wieder daneben. Aber wie Charaktere wechseln oder so, geht das? Not bad. Hä? Warte mal. Ich glaube, das geht nicht. Geht nicht, ne? Was ist das Problem? Ich würde sowieso sagen, ich beende die Folge jetzt erstmal hier, weil wir schon bei 30 Minuten gleich sind. Wir versuchen mal bis zur nächsten Folge rauszufinden, wie das klappt. Ja. Kriegen wir schon hin, irgendwie. Ja. Gut, Leute, dann bedanke ich mich ganz an Bla Deutsch können tun haben. Suchen Deutschkurs. Wir bedanken uns sehr fürs Zuschauen. Dankeschön. Hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein, obwohl ich gerade verkackt habe, aber naja. Ach, wir finden schon. Jetzt schon hin. Ja, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.